Vor 6 Wochen haben wir Grünen die 60.000 Mitgliedermarke geknackt. Heute, zum Beginn der Mitgliederwerbewoche, sind es schon 60.515. Warum lohnt es sich besonders jetzt, grün zu werden? Es lohnt sich im Moment besonders grün zu werden, weil wir haben die Urabstimmung hinter uns. Wir haben gezeigt, wie es ist, wenn die Basis sich beteiligt, auch mit mancher Überraschung, über die sich die einen freuen, mehr und die anderen weniger freuen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir über die Schwerpunkte unserer Regierungsarbeit gemeinsam entscheiden. Und wer bis zum 5. Mai eintritt, der wird an dieser Entscheidung beteiligt sein. Ich freue mich jedenfalls sehr darauf. Wer am 3. Mai eintritt, da habe ich Geburtstag, der wird dann zusätzlich zum Kaffee eingeladen. Vor der Bundestagsabstimmung zur Frauenquote am Donnerstag versucht Merkels Union, Quotenbefürworter wie Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen auf Parteilinie zu bringen. Was rätst du den Abweichlerinnen in der Union? Ich rate Ihnen zu Vernunft, und Vernunft heißt pro Frauenquote. Wir haben ja einen Kompromiss jetzt zur Abstimmung stehen im Deutschen Bundestag. Das ist ja nicht das, was wir als Grüne gern wollen. Wir würden sehr gern weitergehen. Und diesem Kompromiss haben im Bundesrat auch schon die CDU-Länder Sachsen-Anhalt und Saarland zugestimmt. Und deswegen rate ich, macht den Rücken gerade und zeigt, dass eine moderne Frauenpolitik und auch eine erfolgversprechende Wirtschaftspolitik mit der Quote verbunden ist. Auf dem Sonderparteitag hat SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück angekündigt, ein neues soziales Gleichgewicht herstellen zu wollen. Legt die SPD jetzt richtig los? Das hoffe ich sehr. Die sind jetzt jedenfalls im Wahlkampfmodus, das konnte man sehen. Und die Frage der Gerechtigkeit ist ja eine, die uns mindestens genauso umtreibt wie die SPD. Klar ist aber auch geworden, das andere große Thema, das andere große Zukunftsthema, nämlich die ökologische Erneuerung der Industriegesellschaft, die Frage der Energiewende hat auf dem SPD-Parteitag kaum eine Rolle gespielt. Da werden wir nicht nur gebraucht, da werden wir auch streiten, weil der Weg vom Atom zu den Erneuerbaren darf nicht über die schmutzige Kohle gehen. Mit der Botschaft raus aus dem Euro will die am Wochenende gegründete Partei Alternative für Deutschland in den Bundestag einziehen. Wie schätzt du ihre Chancen ein? Also ich kann nur hoffen, dass diese Partei nicht viele Stimmen bekommt. Man muss sagen, Angela Merkel hat mit ihrem Europakurs, wo sie nichts erklärt hat, wo sie auch natürlich den Euroskeptikern immer wieder Stoff gegeben hat, indem sie gesagt hat, ihre Politik sei alternativlos, indem sie ihnen Stoff gegeben hat, indem sie Europa eigentlich nur noch zum Problem erklärt hat, einen Beitrag dazu geleistet, dass sich eine solche Partei gründen kann. Wir als Grüne sind eine ganz klar, ganz dezidierte Europapartei. Wir wollen dieses Europa. Wir wollen ein gerechtes, ein solidarisches Europa. Wir wollen übrigens wie 70% der Bevölkerung auch die gemeinsame Währung beibehalten. Und wir werden uns dafür anstrengen müssen, dass wir wieder eine Stimmung bekommen, die klar macht, ja, wir werden nur gemeinsam erfolgreich sein. Und der wirtschaftliche, der gesellschaftliche Erfolg Deutschlands hängt auch an dem gemeinsamen Europa.